Aber ich habe es trotzdem gelesen. Ja, ich kann nicht anders. Das ist bei mir ganz automatisch. Es ist wie ein Juckreiz, ein Niesimpuls, ein Würgereflex. Habe ich einen Druckreiz, einen Liesimpuls, einen Wörterkomplex. Und weil oft in meinem Sichtfeld unverhofft mein Blick auf Schrift fällt, schleicht dauernd Text sich in mein Hirn, gleich tausend Tieren, die probieren, meine Birn zu infiltrieren. Schon beim Frühstückssemmerl schmieren, Online-Newsfeeds recherchieren, selbst beim Eilen überstiegen, ein paar Zeilen überfliegen, weil an allen Lebensorten ich umgeben bin von Worten, weil beim Worten auf den Bus ich dann den Fahrplan lesen muss. Klar, dass das im Alltag Qual ist, weil ich lese wirklich alles. Spiegel, Furche, Zeit und Presse, Hegel, Borchert, Kleist und Hesse, Falter, Sonntagskrone, Kleine, Walter von der Vogelweide, Bachmann, Biermann, Brinkmann, Bronner, Artmann, Kehlmann, Dr. Sommer, Schiller, Werksanthologien, wurscht ob Friedrich, ob Janin. Danke, gefällt mir auch sehr gut. Martin Walser, Martin Sutter, Martin Walker, Martin Luther. Alte Teure in Kunabeln, alle Nönn-Lokalausgaben, bunte Straßenzeitung Dortmund und die Datenschutzverordnung. Ich lese Lyrik, Prosa, Thomas Pynchon, Türlich, Rosamunde Pilcher, Harry Potter, Harry Prünster, Sir Karl Popper, News auf Insta, Echo der Frau, Umberto Ecos, Etikett von einem Prosecco, Herr der Fliegen, Herr der Ringe, Herr der Müller, Medizini, Frau im Spiegel, Times und Tele, Bau dir eine Ukulele, Sartre, Brockhaus und Voltaire, Katalog aus Amikea, Gedenkschrift, 10 Jahre Staatsvertrag, Geschenksideen zum Vatertag. Pudels, Kern und Billa Werber, Schül Wern und Schüler Gerber, Straßenatlas, Asterix, hassen Ärzte, Fastentricks. Und mir greut, wenn in meinem Sichtfeld stets erneut mein Blick auf Schrift fällt. Doch ich hab erst mein Part geleistet, wenn ich weiß, was schwarz auf weiß steht.